Im Bad bei Stufhosen hat eine Frau einen Schädel und ein Rückgrat riesigen Ausmaßes entdeckt. Daraufhin stellte sie in der Facebook-Gruppe von St. Peter-Ording-Fans die Frage, um welches Tier es sich handeln könnte. Die Finderin selbst tippte auf einen Schweinswal. Aber es erreichten sie auch einige andere interessante Antworten. Habe meine Frau gerade gefragt, welches Tier es sein könnte, und sie sagte auch, es müsste ein kleiner Wal sein, also aus der Gruppe der Schweinswale bis ca. 1,50 Meter und etwa 60 bis 90 Kilo. Das heißt aber auch, dass Artverwandte wie Tümmler oder Delfine von der Salinität, also dem Salzgehalt des Meeres her, auch in Frage kämen. Auch wenn der Post nun schon einen Tag alt ist, steuere ich hier mal einen Beitrag bei. Meiner Meinung nach kann das nur ein Weißschnotzendelfin sein. Für Schweinswal passt die Nase einfach nicht richtig. Um das Rätsel aufzuklären, fragte die Finderin auch bei dem Nabu um Hilfe. Dieser hatte auch eine Antwort. Gestern Abend kam nochmal eine Mail von Nabu. Sie haben die Fotos nochmal einem Experten gezeigt. Es handelt sich wohl nicht um einen Schweinswal wie zunächst angenommen. Es war wohl tatsächlich ein Weißschnotzendelfin. Zudem ließ der Nabu verlauten, dass der Weißschnotzendelfin in der südlichen Nordsee oftmals vorkomme.